Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir, BezwingLP. Heute zeige ich euch, wie man einen Shader installiert bei Minecraft. Geht ihr einfach hier auf Google oder so und gebt dann Optifine ein. So. Dann geht ihr auf optifine.net, auf Downloads. Und dann downloadet ihr euch die Version, für die ihr den Shader haben wollt. Also wahrscheinlich für die neueste Version, könnt aber auch für ältere. Und wenn ihr das getan habt, das habe ich schon, dann würde ich erstmal Shader installieren. Ich benutze den Continuum 1.3. Ich zeige euch eben, wie die Hauptseite aussieht. So. Und dann geht ihr einfach hier auf Learn More. Achso, ja genau, dann kommt man hier. Auf Downloads / Early Access. Download Now. Und hier auf Download. Könnt ihr dann einfach downloaden. Eventuell kommt bei Optifine oder bei dem Shader hier, vielleicht ist es hier, nee, dann war das beim Optifine war das, genau. Wenn ihr hier auf Download klickt, kommt hier ihr auf diese Seite, hier müsst ihr kurz warten, und zwar 5 Sekunden. Und dann könnt ihr oben auf Werbung überspringen klicken, dann auf diesen Link, so einfach. Gut, und dann würde ich erstmal Optifine. Ich habe das jetzt für die 1.12.2, weil ich es dafür noch nicht habe, gedownloadet. Da auf den Desktop ziehen würde ich. Und dann geht ihr auf Öffnen, also rechtsklicken, Öffnen mit, und dann Java TM Platform SE Binary. Und okay. Gut, und dann Install. Und installiert, gut. Und jetzt müsst ihr auf Minecraft gehen. Dann seht ihr schon, habt ihr ein neues Profil. Das heißt jetzt wahrscheinlich bei euch 1.13.2, Optifine HD und so weiter. Dann geht ihr auf Spielen. Gut, das lädt jetzt kurz. So. Dann könnt ihr auch eine neue Welt erstellen. Die mache ich jetzt einmal kurz. Creative natürlich. Create New World. Jetzt lädt das kurz. Okay. Und wir müssten jetzt drin sein. Ja. Wow. Kurz gelaggt. Und ihr seht schon mal, Optifine ist drin. Aber noch kein Shader. Aber natürlich die Connected Textures, die sind schon dabei. Und wenn ich jetzt mal gefärbtes Glas nehme, dann seht ihr auch gleich den Unterschied zum Texture Pack. Ich nehme noch eine Farbe. So. Perfekt. Und dann könnt ihr hier, glaube ich, das doch Shaders. Ach, ich habe den ja schon drin. Aber normalerweise geht ihr dann auf hier. Video Settings, wobei ich lieber, vorsichtshalber, damit es auf jeden Fall überall ist, hier in die Options, Video Settings, Shaders und dann Shaders Folder. Und hier müsst ihr dann, deswegen habe ich das noch offen gelassen hier, diese ZIP-Datei da reinziehen, damit ihr das Texture Pack habt. Und dann klickt ihr hier drauf, dann einfach dann und könnt wieder in die Welt gehen. Und schon ist der Shader installiert. So einfach geht's. Gut, dann reiße ich es wieder ab. Und lösche die Welt, denn die brauche ich nicht mehr. Und damit würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und ciao.